Servus Leute, Workout of the Week, schön, dass ihr mit dabei seid. Ganz besonders begrüßen möchte ich diejenigen, die sich dieses Jahr auch schon einen fetten Sonnenbrand abgeholt haben. Schön, dass ihr trotzdem mit dabei seid. Ein wichtiger Hinweis noch vorab, in 2 Wochen, also übernächste Woche, gibt es ein Partner-Workout. Das heißt, ihr könnt euch jetzt schon überlegen, mit wem ihr das dann bestreiten wollt. Heute machen wir eine Pyramide, wieder 5 Durchgänge. Starten relativ gemütlich, steigern uns bis zum 3. Durchgang und lassen uns dann wieder entspannt ausklingen. Macht euch bereit, wir legen gleich los mit dem Aufwärmen. Die Übungen zeige ich euch dann danach. Wir legen los mit Hampelmänner und los geht's. Okay, nur noch hüpfen auf der Stelle. Jetzt drehen wir die Hüfte seitlich immer links und rechts. Okay, gut, jetzt springen wir immer im Dreieck, das heißt einmal nach vorne, zur Seite, nach hinten rechts und wieder zur Seite. Ganz in die andere Richtung. Okay, jetzt springen wir immer von einem Bein auf das andere. Und wir gehen in den Plank. Und drücken uns jetzt immer abwechselnd mit einem Arm hoch in den Liegestütz. Gehen wieder runter, drücken uns wieder hoch. Gut, dann machen wir 5 Liegestützen. Halten jetzt die Liegestützposition. Laufen mit den Händen zurück. Stellen uns kurz auf. Laufen wieder nach vorne und machen wieder 5 Liegestützen. Halten die Liegestützposition. Und aus dieser Position bewegen wir uns jetzt nach vorne, indem wir uns auf den Fußspitzen nach vorne abrollen, halten die Position vorne kurz und wieder zurück, normale Liegestützposition halten
Und noch einmal nach vorne. Zurück. Und noch ein letztes Mal 5 Liegestützen. Gut. Stellen uns auf. Machen Kniehebelauf. Werden schneller. Und nochmal schneller. Noch 10 Sekunden. Und gut. Kreisen die Arme nach vorne. Fangen in kleinen Kreisen an. Werden langsam größer. Und immer größer. Andere Richtung. Fangen auch wieder klein an. Werden langsam größer. Und immer größer. Gut, dann kreisen wir noch die Hüfte ein bisschen. Andere Richtung. Und gut. Super. Ich denke, bei der Hitze brauchen wir auch keine Angst haben, dass wir wieder abkühlen. Solange ich die Übungen kurz erkläre. Erste Übung, Burpees. Dafür stehen wir ganz normal da, bringen die Hände vor uns auf den Boden, stützen uns ab, springen dann mit den Füßen nach hinten, machen einen Liegestütz, springen mit den Füßen wieder nach vorne und machen einen Strecksprung. Nächste Übung, Rudern mit Handtuch. Dafür haben wir im Optimalfall hier so ein Handtuch, ansonsten kann man das Ganze auch ohne Handtuch machen. Wir legen uns auf den Bauch, bringen die Hände vor uns ausgestreckt. Wer ein Handtuch hat, bringt hier schön Spannung drauf. Dann ziehen wir die Hände zu unserer Brust, gehen gleichzeitig mit dem Oberkörper nach oben und dann wieder in die Ausgangsposition zurück. Nächste Übung, Jumping Squats. Wir machen hier einen Squat, berühren kurz mit den Händen den Boden, springen nach oben, gehen gleich wieder runter und springen wieder hoch. Nächste Übung, Adler. Dafür befinden wir uns hier auch ganz leicht im Squat, also Knie sind nicht durchgestreckt.
Und dann gehen die Arme ausgestreckt seitlich immer kurz nach hinten und wieder nach vorne. Konzentriert euch darauf, dass ihr wirklich aus dem oberen Rücken arbeitet und aus der hinteren Schulter. Nächste Übung, Military Press. Wir stehen da, die Füße ganz eng beieinander, gehen wieder mit den Händen vor uns auf den Boden, so dass wir einen 90-Grad-Winkel mit Beinen im Oberkörper bilden und bewegen uns dann Richtung Boden. Kurz bevor wir mit der Stirn den Boden berühren, drücken wir uns dann wieder hoch. Nächste Übung, Plank. Hier nur wichtig wie immer, dass man Spannung im ganzen Körper hat und nicht so durchhängt oder den Arsch zu weit oben hat. Nächste Übung, Froggers. Dafür sind wir zunächst hier in der Liegestützposition und springen dann gleichzeitig mit beiden Beinen vor neben unsere Hände und dann wieder zurück. Nächste Übung, Vierfüßler. Dafür sind wir hier im Vierfüßlerstand auf den Knien und auf den Händen und heben dann abwechselnd gegenüberliegend Arm und Bein an, strecken diese aus und ziehen sie dann unter unserem Körper zusammen, Knie und Ellenbogen. Und das Ganze geht auch auf der anderen Seite. Und letzte Übung, nochmal Burpees. Gut, das wären schon die Übungen. Dann starten wir gleich mit dem ersten Durchgang. Der wird noch relativ entspannt, geringe Belastungszahl, die steigern wir dann im weiteren Verlauf. Okay, macht euch bereit. Es geht gleich los. Erste Übung, Burpees, 7 Stück. Auf die Plätze, fertig, los! Jumping Squats, 15 Stück, in 3, 2, 1 und los. Gut. Nächste Übung, Adler.
30 Sekunden. In 3, 2, 1 und los. Noch 10 Sekunden. Und gut. Nächste Übung, Military Press. 7 Stück. In 3, 2, 1 und los. Sieben, gut. Nächste Übung, Plank. 40 Sekunden. In 3, 2, 1 und hoch. Noch 15 Sekunden. Und gut. Nächste Übung, Froggers. 15 Stück. In 3, 2, 1 und los. Zählen. Fünfzehn, gut. Nächste Übung, Vierfüßler. 10 pro Seite. In 3, 2, 1 und los. Fünf. Zehn. Und Seitenwechsel. Fünf. Zehn, gut. Letzte Übung, dann ist der erste Durchgang geschafft. Burpees, 5 Stück. In 3, 2, 1 und los. Fünf. Gut. Eine Minute Pause. Sehr gut. Erster Durchgang schon geschafft. Okay, macht euch bereit, in 30 Sekunden geht's weiter.
Okay, zweiter Durchgang. Die Belastungszahl wird langsam erhöht. Wir starten wieder mit Burpees. 10 Stück in 3, 2, 1 und los. Noch 3, 2, 1 und gut, rudern mit Handtuch, 15 Stück. 3, 2, 1 und los. Zehn. Noch 3. 2. 1. Und gut. Nächste Übung, Jumping Squats. 22 Stück. 3, 2, 1 und los. Noch 3, 2, 1 und gut. Nächste Übung, Adler, 45 Sekunden. In 3, 2, 1 und los. Noch 10 Sekunden. Und gut. Nächste Übung, Military Press. 10 Stück. In 3, 2, 1 und los. Noch 2, 1 und gut. Nächste Übung, Plank, 1 Minute. In 3, 2, 1 und los.
Noch 15 Sekunden. Drei, zwei, eins und gut. Nächste Übung, Froggers. 22 Stück. In 3, 2, 1 und los. Zehn. Nächste Übung, Vierfüßler, 15 pro Seite. In 3, 2, 1 und los. Zehn. Fünfzehn. Seitenwechsel. Zehn. Und 15, gut. Letzte Übung für diesen Durchgang. Burpees. 7 Stück. In 3, 2, 1 und los. Noch 3, 2, 1 und gut, 2 Minuten Pause. Okay, langsam wieder bereit machen. 30 Sekunden geht's weiter. Letzter Durchgang, in dem es nochmal von der Belastung hochgeht. Das wird auch der härteste Durchgang. Danach wird es wieder einfacher.
Okay, wir legen wieder los mit Burpees, 15 Stück. In 3, 2, 1, los! Noch 3, 2, 1 und gut. Rudern mit Handtuch. 20 Stück. In 3, 2, 1 und los. Fünfzehn. 2, 1 und gut. Nächste Übung, Jumping Squats, 30 Stück. In 3, 2, 1 und los. Und 30, gut. Nächste Übung, Adler. 1 Minute. In 3, 2, 1 und los. Noch 15 Sekunden.
5. Und gut. Nächste Übung, Military Press. 15 Stück. In 3, 2, 1 und los. Noch 3, 2, 1 und gut. Nächste Übung, Plank, 1 Minute 15, 75 Sekunden. In 3, 2, 1 und hoch. Noch 15 Sekunden. Fünf. Und gut. Nächste Übung, Froggers. 30 Stück. In 3, 2, 1 und los. Zwanzig. Nächste Übung, Vierfüßler, 20 pro Seite, in 3, 2, 1 und los. Noch 5, 3, 4 und gut, Seitenwechsel. Fünf.
10, 15. 10 Stück. In 3, 2, 1. Und auf geht's. Okay, langsam wieder bereit machen. In 30 Sekunden geht's weiter. Das Schlimmste wäre auf jeden Fall geschafft. Noch zwei Durchgänge. Wir gehen jetzt wieder etwas runter mit der Belastung. Und dann nochmal. Wir legen gleich wieder los. Burpees, 10 Stück in 3, 2, 1 und los! 5
gut. Nächste Übung, Rudern mit Handtuch, 15 Stück. In 3, 2, 1 und los. Zehn. Noch 3. 2. 1. Und gut. Jumping Squats. 22 Stück. In 3, 2, 1 und los. Noch 3, 2, 1 und gut. Nächste Übung, Adler. 45 Sekunden. In 3, 2, 1, los. Noch 10 Sekunden. Und gut. Nächste Übung, Military Press. 10 Stück. In 3, 2, 1 und los. Noch 15 Sekunden. Drei, zwei, eins und gut.
23 Stück. Komm schon, in 3, 2, 1 und los. Noch 3, 2, 1 und gut, Seitenwechsel. Noch 3, 2, 1 und gut. Letzte Übung für diesen Durchgang, Burpees. 7 Stück nur noch. In 3, 2, 1 und los. Hier langsam wieder bereit machen, 30 Sekunden geht's weiter. Der allerletzte Durchgang, der wird nochmal genauso gemütlich wie der erste. Einfach durchbeißen und dann hast du wieder geschafft. 10 Sekunden, dann legen wir wieder los mit Burpees. 7 Stück nur noch. In 3, 2,
Und los. Und gut. Nächste Übung. Rudern mit Handtuch. 10 Stück. In 3, 2, 1 und los. Noch 3, 2, 1 und gut. Nächste Übung, Jumping Squats, 15 Stück. In 3, 2, 1 und los. Fünf. Zehn. Fünfzehn. Sehr gut. Adler. 30 Sekunden. In 3, 2, 1. Und los. Noch 10 Sekunden. Und gut. Nächste Übung, Military Press. 7 Stück. In 3, 2, 1 und los. Sieben, gut. Nächste Übung, Plank. 40 Sekunden. In 3, 2, 1 und hoch. Noch 10 Sekunden. Und gut. Nächste Übung, Froggers. 15 Stück. In 3, 2, 1 und los. Fünf. Zehn. 15. Sehr gut. Nächste Übung. Vierfüßler. 10 pro Seite. In 3, 2, 1 und los.
5. 10 und Seitenwechsel. Und 10. Ein allerletztes Mal Burpees. Nur noch 5 Stück. Haben wir es geschafft. In 3, 2, 1 und los. Und sehr gut. Wunderbar. Wieder einmal geschafft. Sehr starke Leistung. Ich biete gleich noch einen Cooldown an. Bleibt einfach dran. Macht so lange kurz Pause. Trinkt was, erholt euch. Okay, bereit für den Cooldown. Wir legen uns einfach auf den Rücken. Strecken alle Viere von uns. Atmen tief ein. Und aus. Wieder ein. Und aus. Wir genießen die Entspannung. Dann rollen wir uns auf den Bauch. Strecken einen Arm im rechten Winkel von uns weg, legen den ab. Mit dem anderen können wir uns neben uns aufstützen und drücken uns dann auf die Seite, wo der Arm ausgestreckt ist, und versuchen mit dem gegenüberliegenden Bein diesen oder mit dem gegenüberliegenden Fuß diese Hand zu erreichen. Lösen die Spannung langsam, drehen uns wieder, rollen uns auf den Bauch, machen dasselbe auf der anderen Seite.
und drehen uns wieder auf den Bauch. Wir knien uns hin. Strecken den Oberkörper gerade nach hinten aus, setzen uns auf den Fersen ab und versuchen so tief wie möglich zu kommen, dass es hier den Oberschenkel entspannt. Lösen die Spannung langsam. Und gehen nochmal nach hinten in die Spannung. Okay, lösen die Spannung. Setzen uns hin, strecken die Füße gerade aus und ziehen jetzt beide Beine zu uns heran. Da pressen die Fußsohlen gegeneinander und greifen die Fußspitzen und drücken mit den Ellenbogen die Knie nach außen. Lösen die Spannung, strecken jetzt das linke Bein gerade aus, das rechte bleibt nah bei uns, pressen die Fußsohle gegen den Oberschenkel. Mit dem linken Arm greifen wir vor zum linken Bein und mit dem rechten greifen wir nach hinten und drehen unseren Oberkörper nach hinten. Jetzt bringen wir den rechten Arm nach oben über unseren Kopf. Und strecken den Arm langsam wieder nach hinten aus. Drehen uns nach vorne, lösen die Spannung auf. Machen das selber auf der anderen Seite, strecken also das rechte Bein aus, ziehen das linke an, greifen mit dem rechten Arm vorne am rechten Bein und drehen uns nach links auf. Bringen auch hier den Arm nach oben über unseren Kopf. Und strecken ihn wieder nach hinten aus. Drehen uns langsam nach vorne, lösen die Spannung auf.
Dann stellen wir uns hin. Etwas breiter als schulterbreit. Beugen unseren Oberkörper gerade nach unten. Versuchen den Boden zu berühren. Knie sind durchgestreckt. Dann gehen wir mit den Füßen noch etwas weiter nach außen. Und was schafft ihr noch mal ein paar Zentimeter mit beiden Füßen nach außen? Okay, bring die Füße wieder zusammen. Richten uns auf. Füße jetzt eng zusammen. Und wieder mit geradem Oberkörper nach unten und versuchen, die Fußspitzen oder den Boden zu berühren. Knie sind auch hier durchgestreckt. Wer es nicht ganz bis zum Boden schafft, kann auch mit Wippen versuchen, kurzzeitig den Boden zu berühren und so immer weiter nach unten zu kommen. Und wer es noch weiter nach unten schafft, kann versuchen, die Handflächen auf den Boden abzulegen. Okay, wir richten uns langsam wieder auf. Stellen uns noch einmal schulterbreit auf. Fahren jetzt mit der linken Handfläche am linken Bein nach unten. Nehmen dann den Arm, den rechten Arm, über dem Kopf noch als Gewicht hinzu. Können auch hier versuchen, mit leichten Wippen weiter nach unten zu kommen, ohne uns natürlich großartig Schmerzen zuzufügen. Richten uns langsam wieder auf. Machen dasselbe noch auf der anderen Seite. Erst mit der rechten Hand langsam nach unten fahren. Dann den linken Arm über dem Kopf noch hinzunehmen. Okay, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Mitmachen. Ich kann nur sagen, bei dieser Hitze ist es wirklich brutal. Da ist kein Fleck mehr trocken. Stark, dass ihr dabei wart und durchgezogen habt. Nochmal der Hinweis, in 2 Wochen folgt ein Partner-Workout. Nicht vergessen, guckt euch um, fordert einen heraus, mit dem ihr das dann zusammen machen könnt. Wäre gut, wenn ihr ungefähr auf einem Fitnesslevel seid. Und dann sage ich bis spätestens nächste Woche.
und bleibt natürlich stay natural.